Und da sind wir wieder bei Let's Play Kingdom Hearts Re-Chain of Memories. Yay! Wir befinden uns gerade auf Destiny Island und versuchen verzweifelt Gegner anzugreifen, aber Sora will einfach viel lieber... Das ist eine Aero sammeln und die ganzen anderen zufälligen, mein Gott, Objekte angreifen, die hier in der Umgebung stehen. Ich glaub's echt nicht. Dieses Spiel will einfach gerade nicht, dass ich die Spezialangriffe schaffe. Egal, weißt du was? Dann benutzen wir jetzt einfach die Magnetspirale. Da ist mir das völlig egal, ob die Gegner paralysiert sind oder nicht. Ja. Haben sie halt ein bisschen weniger Schaden am Anfang des Kampfes und wir können Simba nicht so leicht draufhauen. Aber wenn das Spiel es unbedingt so will, dann machen wir das halt. Ja. Wir bauen eine Magnetspirale, dann gehen wir zu den Cloudies runter. Und machen hier einen Querschläger durch die Menge, um den Rest zu töten. Jawohl. Funktioniert soweit ganz gut, aber da kommt gleich garantiert noch ein Nachspawn. Ja, war klar. Die Blümchen. Die üblichen Pflänzlin. Ich will da auch vorne noch schnell die EP haben, bevor die spawnen. Und noch ein Querschläger durch die Menge. Soweit so gut. Dann machen wir mal ein Vollgar hier vorne rein. Bams. Haben wir noch genug? Ne, haben wir nicht. Ne, nur noch ein Feuer. Na egal, dann einmal Feuer und Brüllerstufe 2, falls es noch notwendig sein sollte, ist es aber nicht. Und es werden gerade die bodenlosen Dunkelheitskarten angesogen. Sehr schön, sehr schön. Hier ist, glaube ich, noch ein Schattenlöch im Boden, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, da kommt er. Komm her. Solange die schnell auf mich loslaufen, schaffe ich es irgendwie nie, die ordentlich anzugreifen. Also ein paar Pflanzen, von daher machen wir mal den Brüller drauf. Die kann man immer ganz gut anvisieren, falls die Schattenleuchte uns nicht zu nahe kommen, um uns dann umzudrehen. Ja, mistige Viecher aber auch. Und dann gehen wir mal zu der Vollgas-Salve runter und lassen es Feuer regnen. Sehr schön. Die Schattenleuchte haben irgendwie immer die nervige Angewohnheit, hinter einem Herd zu rennen und einen dann umzudrehen. Mistige Viecher. Ja. Da ist schon wieder ein Roulette-Raum. Ist das schon der letzte Gegner oder kommt da noch ein Spawn? Ne, das war's. Wow. Das war mal ein gütiger Raum. Ja. Und was haben wir hier? Das ist zum Beispiel eine Einser-Karte, aber die will ich nicht unbedingt. Jetzt keine Einser gnadenlose Dunkelheit, verstehe ich gar nicht. Hey, ich weiß auch nicht. Manchmal habe ich so merkwürdige Ticks, dass ich die einfach nicht einsammle. Ich nehme den 5er Mogri-Raum. Ja. Der gibt uns auch eine mehr oder weniger sichere Passage und wir kriegen sogar noch ein paar Schlüsselschwerter nachgeworfen, wenn wir sie einsetzen. Juhu! Mogri-Raum. Neuer Roulette-Raum wäre natürlich auch nicht übel. Ich glaube, wir haben noch einen Reserve, aber ich habe trotzdem immer ein paar mehr davon. Ja, gerne in meinem Inventar. Wie gesagt, für den Fall, dass ich doch mal vergesse, in irgendeinem Roulette-Raum neue Roulette-Räume einzusammeln, dann steht man nachher da und muss darauf hoffen, dass irgendwer mal wieder zufällig einen Roulette-Raum fallen lässt. Ja. Das passiert einfach in den höheren Stockwerken nicht so häufig. So gut wie gar nicht mehr passiert. Ja, leider. Und da haben wir mal wieder viele Pflänzchen. Also, Brüller-Attacke, go, go. Am besten gehen wir zu Cloudy runter. Der ist am besten, um die Attacken hier zwischen denen aufzuspalten. Ja, Cloud ist dafür wirklich ganz nützlich, für die Pflanzen. Und da sind wieder die Schattenlurchis. Ach, kommt ja Schattenlurchis. Lasst euch von Cloudys aufgespalteten Attacken treffen. Leider sterben die Pflanzen gerade beim ersten Angriff, von daher kriegen wir nicht mehr die aufgespalteten Schläge raus. Ja. Machen wir mal ein Feuer auf den und BAM! Ist leicht übertrieben, für einen Schattenlurch habe ich so das Gefühl, aber es muss reichen. Nein, für Schattenlurch ist nichts übertrieben. Auch wieder war. Oh, da ist ein 1er Roulette-Raum. Den nehmen wir doch direkt mal mit Spring. So. Damit sind wir damit auch wieder auf der sicheren Seite. Wir brauchen noch nur dringend eine Zweierkarte, fällt mir gerade auf. Wir haben überhaupt keine Zweierkarten mehr im Inventar. Ja. Muss dringend was geändert werden. So, mal wieder 25 Punkte hinzugefügt. Sehr gut. Da ist noch so ein. Bams, wie heißt die noch gleich? Ich weiß gar nicht. So ein grünes Etwas. Der deutsche Name ist mir gerade entfallen. Wie ist der englische Name? Tornado Staff. Also, da haben wir also einen Tornado Staff. Muss gut genug sein. Feigersalve. Die wirst du schon im Nahkampf treffen, ja. Natürlich, aber die anderen vier sind dafür in Reichweite. Ja. Und nochmal, Feigersalve, weil ich gerade Spaß dran habe. Und die gerade so schön auf einem Fleck stehen. Ja, das hat sehr gut funktioniert. Dann gucken wir mal, dass sich hier nur ein Querschläger durch die Menge verteilt. Ja. Jawohl, und da ist auch der Roulette-Raum. Komm zu mir, Roulette-Raum. Ach, jetzt sind die wieder zu schwach, um sich aufzuspalten, aber der muss eigentlich nur überleben. Jawohl. Ja. Ja, sieht gut aus. Jetzt bitte beide treffen. Na, war aber schon effektiv. Ja. Du gehst da wieder raus. Schlüsselschwert, Schlüsselschwert, Schlüsselschwert. Bang. Ja, das hat funktioniert. So, haben wir hier eine Zweierkarte drin, die ich nehmen kann. Ja, da ist eine Zweierkarte, die ist auch okay. Eine übermächtige Dunkelheit. Oder auch allmächtig. Allmächtige Dunkelheit, eine der Karten, wo man mit höherer Wahrscheinlichkeit Gegnerkarten bekommt. Ja. Und wenn man, so wie wir, kämpft, sowieso einfach nur eine Dreierkombination nach der nächsten reinschmeißen, die +2 bei der Gegner auch relativ unerheblich. Das ist sehr wahr.
Allerdings sind da auch, glaube ich, relativ große Trupps in dem Raum, wenn mich nicht alles täuscht. Die sind ziemlich große Trupps in dem Raum. Ist auch ein sehr, sehr großer Raum allgemein. Sind die alle tot oder haben wir nur irgendwo Gegners? Sie müssen irgendwo Gegner sein. Ich käme jetzt auch merkwürdig vor, wenn schon alle leer gewesen wären. Ja. Die Gegner-Trupps. Das ist aber ein kleiner Trupp, egal. Das sind noch die einzigen drei Gegner in dem Trupp. Echt? Ja, cool. Den Trupp kenne ich zur Genüge. Das finde ich nützlich. Von nur den dreien. Dann Querschläger, Batz. Ja, der Trupp ist eigentlich immer ganz angenehm, der ist schön schnell zu Ende. Nochmal Querschläger, Batz. Fast erledigt. Ich bin überrascht, dass der überlebt hat und das noch aufgespalten hat. So, und das war's für die Kollegen. Ja. Belohnung, Kreuz Kollegen, in der Räume 3. Schade. Ja. Ich hab gehofft, wir kriegen dafür irgendwas Nützliches. Wobei, Dreierkarte ist nicht schlecht, die können wir gleich unterwegs noch einsetzen irgendwo. Ja, irgendwie irgendwann. Auch wenn es ein Kreuz in der Räume ist, das heißt, da kommt dann irgendwas bei raus. Ja, das kann lustig werden. Ja. Könnte eine witzige Überraschung bei rauskommen. Ja. So, Briller 3 und Querschläger. Durch die Menge. Yep, this is it. Manchmal ist es sogar praktischer, wenn sie es nicht aufspaltet, wenn wir gerade in der richtigen Reihe stehen. Ja. Dann machen wir einfach mal noch einen Vollgas-Salbenregen hier rein, wenn ich gerade Lust drauf habe. Rams war nicht sehr effektiv. Nee, der Schatten ist doch mit dem letzten Feuerball ist auch noch getroffen worden, nachdem er sich dann doch überlegt hat, mal aus dem Boden wieder rauszukommen. Bin beeindruckt. Ja. Vollgas-Salbe hier vorne drauf, dann stirbt hoffentlich die Pflanze mit dem Trompetenkollegen da vorne. Jawohl. Das Praktische an den Pflanzen ist, wenn man die Feuergasalve direkt neben den einsetzt, ist der Nahkampfangriff haut die nicht weg. Das ist ganz praktisch. Das ist wahr. Jetzt habe ich Cloud verbraucht, das heißt, ich kann nicht mehr per Shortcut da runtergehen. Ja. So. Jetzt machen wir mal hier Feuer und Bams, ein Schlüsselschwertschlag. Sterbt doch einfach, ihr mistigen Viecher. Kriegen wir eine Schwertfallserie hin? Jawohl. Ja. 1, 2, 3. It's over, aber nicht wirklich. Ja. Jetzt muss ich mal testen, ob eigentlich Gravitia in diesem Spiel töten kann. Nein! Nee. Hab ich noch nie wirklich probiert. Nehmen wir mal kurz das Eis hier und den Vita-Zauber. Komm schon, mach schon. Dankeschön. Ja. Und kaputt. Irgendwas musst du denn jetzt töten, ohne dass ich nachstocke. Ja. Da haben wir einen Dreier-Mogri-Raum. Interessant. Haben wir vielleicht irgendwas richtig Hochwertiges? Haben wir. Doch, da ist eine Achterkarte. Die nehmen wir mit. Achter bodenlose Dunkelheit. So weit, so gut. Dann würde ich sagen, begeben wir uns so langsam sicher doch mal auf die Reise durch die Insel. Sollten wir eigentlich genug zusammen gefarmt haben in diesem Raum. Ja. Hüpf und weiter geht's. Was haben wir denn als billigste Karte, die ich hier einsetzen kann? Das ist jetzt sowieso erstmal ein 8er Raum. Von daher werden wir wohl mit einer Nullerkarte anfangen wollen. Dann nehmen wir einen unserer friedlichen Schatzräume. Ja. Pring, dann kriegen wir den Schatz dieser Welt. Wir haben den Schatz dieser Welt ja auch noch nicht geplündert. Richtig, er interessiert mich auch nicht übermäßig, deswegen habe ich ihn auch noch nicht früher eingesetzt. Aber wir wollen ja auf jeden Fall alle wenigstens geskripteten Schätze mitnehmen. Wenn wahrscheinlich absolut alle Karten dieses Spiels zusammenfahren, was ich wie gesagt auch nicht als nützlich empfinde. Außer natürlich, weil man will wirklich alles in diesem Spiel erreicht haben, einfach nur aus Prinzip. So, wir lernen Urteilsspruch. Kombination Aero plus 2 Schlüsselschwerter. Schleudere das Schlüsselschwert vor dich, um Gegner mehrfach zu verletzen. Grundsätzlich nicht schlecht, aber eigentlich benutze ich lieber die Cloud-Kombination. Wobei ich es eigentlich ganz nützlich finde. Gerade wenn man nicht mehr genug Clouds hat, ist die Aero-Kombination echt ziemlich cool. Und da haben wir die Tür mit dem Schlüssel des Anfangs. Da brauchen wir erstmal gleich 2. Gut, dass wir eine allmächtige Dunkelheit haben. Und gleich 8. Gut, dass wir eine bodenlose Dunkelheit haben. Ja. Wer benutzt schon diese merkwürdigen Räume? Schlüssel des Anfangs, rein mit dir in die Tür. Schauen wir doch mal, wen wir hier treffen. Kairi? Fragezeichen? Punkt, Punkt, Punkt. Wissen wir überhaupt noch, wer das ist? Wir wissen es nicht. Würden wir uns an sie erinnern? Oh nein, wir machen stattdessen einen Kampf gegen Riku. Hey, holt die Holzschwerter raus. Ja. Hey, Sora, warum so eilig? Dich kenne ich. Du bist Riku. Nee, wirklich. Danke, dass du dich an mich erinnerst. Ist ja auch gerade mal ein paar Stunden her. Schon gut. Alles in Ordnung? Wirst du noch von ihm manipuliert? Was redest du denn da? Verwirrung. Ja. Was für ein Riku ist das jetzt? Jetzt verstehe ich, du bist sicher der Riku aus meiner Erinnerung. Der Riku aus meiner Erinnerung? Klingt, als würdest du immer noch im Land der Träume leben. Irgendwie tue ich das auch. Ja, Sora, ja. Du bist und bleibst ein Kind. Wie willst du dich um sie kümmern, wenn du dich so benimmst? Du weißt, wo sie ist? Wer ist die Frage. Und wieder mag ich die Insel unter, scheinbar. Natürlich, wie üblich. Ja. Was ist da los? Was weiß ich? Was es auch ist, es verheißt nichts Gutes.
Ich gehe die anderen warnen. Ja, geh nur mal die anderen drei Idioten warnen. Dann gehe ich los und... ich weiß. Es liegt an dir, auf sie aufzupassen. Also los! Okay. Jetzt sind sie wieder beste Freunde, zumindest in seiner Erinnerung. Ja. Auch wenn er mit dem Rico in dem Schloss nicht gut klarkommt. Schlüssel der Fügung erhalten. Juhu. Oh, wieder mehr als ein Storyraum. Ja, wir uns auch gleich mal auf den Weg zur zweiten Türe. Allerdings, wenn wir auf der Insel des Schicksals mal auf die Karte gucken, dann sehen wir, hier haben wir auch nur noch einen zweiten Storyraum. Es gibt ja also auch keinen dritten. Das ist mal wieder der Raum der Belohnung. Genau. Ja. Außerdem wurden wir gerade wieder in den ersten unbekannten Raum teleportiert. Das heißt, wir dürfen jetzt wieder rübergehen zu dem Raum, wo wir gerade eben waren. Ja. Manchmal bin ich echt genervt von, wenn dieses Spiel uns quer durch die Welten teleportiert. Der Schattenquasar, von dem du vorhin geflohen warst, war jetzt auch wieder da. Ja, ich hab ihn gesehen. Der flog ja jetzt wieder hübsch durch die Gegend. Mistiges Viech. Ja. So, nächste Tür. Sollte hier jetzt eine 1er sein, nachdem wir eine 0er benutzt haben? Jawohl, ich glaube, da haben wir noch Mogri-Räume. Haben wir sonst was nicht so Wertvolles? Also Roulette-Räume will ich dafür nicht benutzen. Okay. Dann benutzen wir jetzt erstmal den 3er Mogri-Raum. Und Mogri-Raum? Ja, und gucken mal, was wir für schöne 5 Schlüsselschwerter nachgeworfen bekommen. Ja, irgendwas Nettes wird uns bestimmt geben. Definitiv. Mal gucken, ob wir auch noch sinnvolle Belohnungen in dem Raum zusammengefarmt bekommen, wie zum Beispiel dieses Schlüsselschwert. 2 Königsanhänger. Nein. Also hätte ja mal sein können. Ponk, noch mehr Mogri-Punkte. Dann können wir uns wenigstens noch ein Pack kaufen oder so. Hallo, Kollege, lange nicht gesehen. Ja, ist ein Kartenstapel, Kupo. 658 Punkte haben wir schon wieder zusammen. 6, 6, 6, 6, 0. 0. Nuller Metall-Chocobo, jawoll! Der muss definitiv in unser letztes Deck reinkommen in diesem Spiel. Dann schauen wir doch mal hier rein. Ich kaufe einfach mal eine 300-Punkte-Kombination, weil wir an diesem Punkt dieses Spiels sowieso nicht mehr viel einkaufen wollen. Oh, wow, das war nicht 300 Punkte wert. Nee, wirklich nicht. Vierer Tinkerbell, hui. Ja. Ich freue mich erst. Vierer Premium Tinkerbell, whoop-de-doo. Ja, weiter geht's. Jetzt brauchen wir einen Viererraum. Dafür nehmen wir dann wohl den Fünfer-Mogri-Raum, den wir auch noch zusammen gesammelt haben. Powerwank. Für die nächste Stelle. Ach, kaufen wir jetzt auch nochmal ein Pack? Ja, nein, vielleicht. Ja, nein, vielleicht. Ich weiß das Kostenlose nehmen wir auch nochmal mit. Ja, das Kostenlose auf jeden Fall, ist ja klar. Das lasse ich mir auf keinen Fall entgehen. Das sind ja auch extra noch ein paar Schlüsselschwerter, wo wir Glück haben können. Ja. Dass vielleicht sogar noch was tatsächlich Sinnvolles dabei ist. Schau mal. Vielleicht kaufe ich hier doch noch Schlüsselschwertpacks. Blink, 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 blink. Wir kriegen 6, 6, 7 Premium. Ja. 6, 2. Toll, das einzige 7er Schwert, was wir für die Kombis brauchen können, ist Premium. Danke, Spiel. Ich hasse dich auch. Weg mit dem Mist. Tschüss, hier. Viel Spaß damit. Dankeschön. Ja, kaufen wir doch einfach mal ein 300er Schlüsselschwerter-Pack. Das ist meistens totale Verschwendung, aber wir gucken mal rein. 6, 6, Premium 8, 9 Mittel Chocobo ja. Und 4er Löwenherz. Naja, war jetzt auch nicht so sinnvoll. Nee. Also weiter geht's. Es geht rechts rum. Das ist alles leider sehr viel glücksabhängig. Ja, sehr wahr. Leider. So, jetzt brauchen wir 6, dann machen wir hier einfach mal den 7er schwarzen Raum rein, damit wir ein paar neue Schatzkarten zusammenkriegen, wie ich sie ja haben wollte. Nachdem uns die Mogri-Räume ausgegangen sind, um die hier reinzuwerfen. Da werden wir hier auch gleich die Bonustüre sehen, wie uns schon die Minikarte verraten hat. Ja. Bonk. Können wir mal kurz spaßenshalber drauf gucken. Die Voraussetzungen sind nämlich mega toll. 33 blau, 33 rot, 33 grün, also insgesamt 99 Punkte, aber von verschiedenen Farben. Deswegen können wir noch nicht mal unseren Zufallsjoker einsetzen. Wenn wir den jetzt einsetzen würden, würden wir nur die 33 blau Bedingungen erfüllen. Wir müssen trotzdem noch 33 rot und 33 grün reingeben. Ja. Herrlich. Immer wieder schön. Bams! Auf sie mit Gebrüll. Dann kann ich auch direkt zu den Clouds jetzt runterscrollen. Das macht die ganze Geschichte hier deutlich simpler. Querschläger! Wobei ich glaube eigentlich, es wäre intelligent, erstmal noch schnell das Brüllen einzusetzen, bevor sie sich unbesiegbar machen, wie der da gerade vor uns. Ja. Ach, doof, egal. Ich find's übrigens schön, wenn du mit dem Cloud-Wurf einen von denen triffst, die unbesiegbar sind, spaltet sich der Wurf dann an dem trotzdem noch auf und fliegt auf den nächsten. Er nimmt aber keinen Schaden. Ja, das hat den Gegner nicht getötet und dementsprechend denkt sich das Spiel wahrscheinlich, okay, reicht, ja. Kann sich aufspalten. So, Belohnung ist natürlich friedlicher Schatz 7 in diesem Fall. Oh, 7 kann ich mit leben. Achter wäre jetzt nicht schlecht, den könnten wir dann nämlich direkt in den nächsten Raum gleich einsetzen. Und da finden wir ein 3er Eis. Ach, naja. Wuhu. Ja, in der Tat, wuhu.
Das war zwar ein Gegner, aber der Busch war viel interessanter, als den Gegner anzugreifen, bevor er despawnt. Danke fürs Runterfallen, Sora. Jetzt bitte. Dankeschön. Ja. Oh, ist natürlich getroffen. Ich bin beeindruckt. Ich bin auch gerade sehr beeindruckt, dass es getroffen hat. So, jetzt ist mit dem Brüller. Dann gehen wir auf den Cloudy McCloud. Und dann töten wir die mistigen Viecher. Hoffentlich dieses Mal ohne eine Unbesiegbarkeitsphase dazwischen zu haben. Das ist es. Komm schon, nochmal. Ach, mach das noch ein bisschen schneller. Natürlich schon unbesiegbar. Ja. Und unbesiegbar. Funktioniert gut, wie immer. Der löst auf. Gefunkt halt. Ich war da immer noch nicht ganz tot. Nein, 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 nein! Ah, mistiges Viech. Ich könnte nur ruhig mal ein bisschen gnädiger mit uns sein. Nee. Du tötest mich nicht nochmal mit diesem blöden Angriff. Geh weg. Ich stech dich. Force. Und hat... bitte? Hat das jetzt gerade verhindert, dass ich ihn töte, dass ich Force eingesetzt habe? Ja, wenn... Ich treffe nur sehr, sehr selten, wenn sie mit Gravitas auf dem Boden hängen. Geht oft genug Angriffe einfach daneben. Ich benutze Gravitas normalerweise nie als normalen Zauber, deswegen habe ich da so gut wie keine Erfahrung mit. Ich normalerweise auch nicht, nur wenn ich es mal benutze, dann funktioniert es in der Regel nicht so besonders gut. Herrlich. Ja. Memo an mich, Gravitas nicht mehr zum Spaß einfach so benutzen. Da ist der letzte von den dreien. Komm her, Bams. Kriegen wir unseren letzten friedlichen Schatz geschenkt. Falls es nicht eine Feindeskarte ist, was ja auch immer passieren kann. Oh, ich hoffe, der steht richtig. Ja, hat getroffen, gut. Bruder Stufe 3, der trifft da noch. Ja, sah irgendwie knapp aus, aber ja. Da wurde aber einer gerade ordentlich getroffen von den aufgespaltenen Schlägen. Ja. Und beide haben es überlebt bis zum Unbesiegbarkeit werden und so. Macht eure blöde Giftwolke woanders, möglichst nicht in meiner Nähe. Oh, der wurde sogar noch von dem Zurückkommenden getroffen, das war gar nicht so übel. Rams, machen wir schnell noch einen Vollrun nach. Bitte jetzt keine 7er Karte und auch nicht unbesiegbar machen. Dankeschön, blödes Viech. Ies, komm schon, mach was. Verwundle dich zurück, damit ich dich töten kann. Vollra, Bams, da ist unser Schatz. Ach, Giftfunk ist die guten alten Zeitverschwender. Und 5. Ja, in der Tat, Zeitverschwender trifft sehr genau bei diesen dreckigen Viechern. LP, interessiert mich nicht. Nächster Raum. Wir brauchen 8 oder höher. Haben wir gerade eben eine Schatzkarte der Höhe gekriegt? Ja, wir haben sogar eine 8er Schatzkarte. Also rein damit. Ring. Gut, dass wir so toll ausgestattet sind mit diesen Räumen. Ach, dann werden wir tatsächlich mal wieder einen zufälligen Schatz erhalten, denn es gibt leider keinen zweiten Geskripteten innerhalb dieser Welt. Ja. So traurig das sein mag. Abgesehen von Atlantica gibt es ja auch keinen. Nee. Wie schon mal erwähnt. Rams, kriegen wir noch ein paar interessante Sachen. Und der zufällige Schatz ist... ein Evo 1. Wow. Toll. Danke. Ganz toll, das hat sich gelohnt. Genial. Ja, was brauchen wir denn hier? 50 Punkte. Da wäre jetzt natürlich ein zweiter Zufallsjoker toll. Aber den ersten, den wir noch haben, will ich für später aufbewahren. Von daher kommt der hier nicht in die Tür. Dann schauen wir mal, dass wir die 50 Punkte zusammenkriegen. Da haben wir noch einen Raum der Stagnation. Da haben wir noch eine Stunde des Magiers, weil wir schon sowas haben. Da haben wir einen 9er schwache Dunkelheitsraum. Da haben wir einen 9er bodenlose Dunkelheitsraum. Bleiben noch 5 Punkte übrig. Und dafür haben wir noch einen 5er Schatzraum. Pling, perfekt. Alles klar. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal an dieser Stelle hier wieder. Wenn wir den Schlüssel der Fügung einsetzen werden. Das scheint mir der letzte Storyraum dieser schönen Insel hier. Wird sie mal wieder untergehen, wer weiß. Bis zum nächsten Mal. See ya. Aloha.